Hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Citizen News und heute geht es um neue Inhalte der anstehenden Alpha 3.18, es geht um den Chip Showdown 2022, das Roadmap Update und vieles, vieles mehr. Unter anderem erwarten uns nämlich schon bald Schmuggelaufträge und wichtige Updates für das Clash Gefängnis sowie auch noch jede Menge andere Dinge, die im Laufe des August stattfinden werden und auch dann in den September reingehen. Also ich habe auch einige Ankündigungen für euch heute mit dabei. Lasst also gerne ein Abo für mich da, wenn ihr euch für Star Citizen Themen interessiert. Wir beginnen erstmal mit den coolen Ankündigungen. Nummer 1. Heute Abend gibt es ein großes Vehicle Q&A, in welchem CIG über diverse Fragen zu Raumschiffen und Fahrzeugen spricht. Das schauen wir uns dann gemeinsam an. Um 18 Uhr auf Twitch bin ich live und ich bin sehr gespannt, was da alles erzählt wird. Ich selber habe auch eine Frage zu einem Hover-Mining-Fahrzeug gestellt, gucken, ob die gewählt wird, und es gibt diverse andere Fragen. Es geht wahrscheinlich unter anderem um neue Raumschiffe, einen Zweitzugang zur Mercury Starrunner, Modularität und den Goldstandard der Origin 600i, also das Origin 600i Rework, wenn ihr so wollt. Kommt dann also gerne nachher mit rein. Der Link zum Twitch-Channel ist wie immer unten im angepinnten Kommentar. Und ich habe sogar heute noch ein Giveaway, denn es wurde eine Wette verloren. Und da gibt es heute eine 50-Dollar Giftcard und wir ziehen auch das Avenger Titan Game Package vom Mittwoch. So, Punkt Nummer 2 ist das Squadrons Kartenspiel, denn da gibt es auch einige sehr geile Neuigkeiten. Ich verlinke euch das Let's Talk, was ich mit dem Erfinder, dem lieben Thomas, führen konnte, ebenfalls unten im angepinnten Kommentar, also schaut da gerne mal rein, wenn ihr jetzt überhaupt nicht wisst, worum es eigentlich geht. Aber kurzum, es wird ein echtes physisches Trading Card Game im Star Citizen Universum unter offizieller Lizenz erschaffen. So langsam geht es diesbezüglich immer mehr in die heiße Phase und da das Ganze ein Community-Projekt ist, sogar ein deutsches Community-Projekt, würde ich jeden von euch um Folgendes bitten, nämlich einmal hier auf diese Seite zu gehen, die ich euch auch unten im angepinnten Kommentar verlinke, und dort mit diesem Pfeil hier oben einmal abzuvoten. Ihr wisst, ich bin immer der Meinung, dass die Community solche Sachen supporten sollte und zusammenhalten sollte. Und das Ganze ist halt ein unfassbar aufwendiges und, wie ich jedenfalls finde, extrem cooles Projekt. Und das sollten wir alle gemeinsam unterstützen. Und ich würde mich freuen, und der Thomas übrigens auch, wenn ihr das macht. Es ist ja für euch nur ein kleiner Klick und für den Thomas und das Team vom Squadrons Kartenspiel bedeutet es natürlich die Welt. Außerdem, wenn ihr das gemacht habt, dann erhaltet ihr auch ein Dankeschön dafür, nämlich die Gatsby. Also die ganz neue Karte, eine 890 Jump Sammelkarte, die nicht nur wirklich schön glitzert, sondern auch als Sammlerobjekt irgendwann mal ziemlich wertvoll sein dürfte. Dazu braucht ihr nur eines tun, nämlich einen Screenshot, wo man sieht, dass ihr den Post vom Thomas geliked habt, hier unten hochladen, eure Daten eingeben und dann kommt die Karte per Post zu euch nach Hause. Das ist nämlich kein Giveaway, sondern es kriegt jeder eine Karte. Und die könnt ihr dann auch noch später, wenn ihr möchtet, gegen eine streng limitierte echte Spielkarte eintauschen, denn das Ganze soll ja mal richtig live gehen als richtiges echtes Kartenspiel. Und da wird eben der Support der Community gebraucht. Übrigens noch ein kleiner Hinweis hierzu, dass da keine Missverständnisse auftreten. Das ist ein nicht kommerzielles Projekt. Es wird also kein Geld damit verdient. Im Gegenteil sogar. Der Thomas zahlt das alles hier aus eigener Tasche, die ganzen Drucke, alles, was damit zusammenhängt. Und ich finde, das sollte umso mehr ein Grund sein, dieses Projekt aus Sicht der Community ganz verdient zu supporten. Und auch ich werde demnächst einige von diesen wundervollen Karten und sogar auch ganze Kartensets im Stream verlosen. Dazu komme ich aber später nochmal. Das wird irgendwann im August oder so noch sein, vielleicht auch erst Anfang September. Ich informiere euch aber, wenn es dann damit losgeht. So, also danke für euren Support an der Stelle und damit sind wir auch erstmal auf dem aktuellsten Stand, was Events und was andere Dinge angeht, die aktuell so laufen, und können uns nun den Chip Showdown 2022 einmal anschauen. Diesen gibt es ja jedes Jahr und läuft jetzt noch bis zum 29. August in der Phase 1. Und das heißt, ihr könnt euer Lieblingsschiff, was ihr halt habt im Spiel, einreichen und auch voten und voten lassen. Wichtig, Flight Ready Schiff, also keine Idris. Dazu einfach auf der Website ein Bild oder Video hochladen, ein paar Zeilen vorzugsweise in Englisch dazu schreiben und ab dafür. Die Top 10 Posts bekommen jeweils eine Misc Hull A mit lebenslanger Versicherung von CIG als kleines Geschenk. Auch ich habe es mir in diesem Jahr nicht nehmen lassen und mein Lieblingsschiff präsentiert, die Mercury Starrunner. Ich durfte es aber nicht auf Deutsch machen, das war eine kleine Auflage von CIG, sondern ich habe es so ein bisschen international gemacht. Und ja, was soll ich groß erzählen? Schauen wir es uns mal kurz gemeinsam an. When I first saw the concept, it blew my mind. But when they brought out the ship, I was aware that this will be my home. The Mercury is love. Le Mercure est amour. Il Mercurio è amore. Mercur ar chaliat. El Mercurio es amor. Il Mercuri utan. Die Mercury ist Liebe. Crusader Mercury Starrunner. Build for love.
Ja, also die Mercury ist Love, habe ich in verschiedenen europäischen und auch internationalen Sprachen hier mit künstlicher Intelligenz quasi aufgenommen. Ich selbst habe mich als Deutschen da reingepackt. Ich hoffe, euch gefällt das Video und wenn dem so ist, dann würde ich mich freuen, wenn ihr diesem Link hier einmal folgt. Ich pinne euch das unten auch im Kommentar an und ebenfalls hier ein Vote nach oben da lasst. Wenn ich das Ganze gewinnen sollte, so eine Miss Cool A, dann würde ich es natürlich verlosen. Ich habe ja eh schon eine, dann habt ihr auch noch was davon. Ab dem 31. August bis zum 15. September beginnt dann die zweite Phase, also das große Voting, bei dem dann jeden Tag jeweils zwei Schiffe gegeneinander antreten und ihr eure Stimme dann direkt abgeben könnt. Die Top 8 Schiffe werden dann kostenlos im Spiel für alle verfügbar sein und die Top 4 Schiffe erhalten jeweils einen exklusiven Best-in-Show-Skin. Und der Finalist am Ende wird als Ingame-Objekt, als Ingame-Statue quasi verewigt, also als Hangar-Flair, wenn man so will, welche man sich dann also ins Schiff stellen kann oder in den Hangar oder in die Basis später und so weiter. Wir werden das Event natürlich noch parallel zu allen anderen mitverfolgen und begleiten, sowohl im Stream als auch in den Videos, auch wenn es nicht primär Content ist, den man jetzt aktuell spielen kann, sondern einfach das ein bisschen mitverfolgen. So, weiter geht's mit dem Roadmap-Update. Dieses fällt für diese Woche relativ kurz, aber dafür immerhin schmerzlos aus. Im Progress-Tracker hat CRG die Überarbeitung des Racing-Modus im Arena Commander nochmal hinzugefügt für die Alpha 3.19 sowie auch für den Snake Pit als neue Rennstrecke. Außerdem wird an einer neuen Waffe, der Vault Impulse Pistol, gearbeitet. Für die KI entwickelt CRG aktuell die Technik, dass NPCs zukünftig auf Fahrzeuge reagieren und auch auf diese feuern können, was also Bodeneinsätze, Belagerungen oder Verteidigungsmissionen und viele andere Arten von Boden-Content deutlich aufwerten dürfte auf Seiten der künstlichen Intelligenz. Außerdem kann die KI dann auch selbst Bodenfahrzeuge wie Panzer oder andere Vehikel bedienen und mit diesen umgehen. Also könnte auch dann durchaus damit Angriffe starten, Raids starten und das ganze Spiel damit auch auf ein ganz anderes Level heben. Und auch an aerodynamischen Steuerflächen für Schiffe mit entsprechenden Vorrichtungen wird aktuell gearbeitet. Dadurch erhält dann das atmosphärische Flugmodell ein dickes Update, was besonders in Luftkämpfen erheblichen Einfluss haben wird, da Raumschiffe mit Flügeln und Steuerflächen dann sehr, sehr viel besser als andere Schiffe kämpfen werden können und somit also auch Dogfights aufgewertet werden. Alle Punkte bis auf den letzten stehen wohl noch in diesem Jahr an, vielleicht mit 3.18, vielleicht auch erst mit 3.19. Wie gesagt, die Racing-Updates sind für 3.19 aktuell geplant und die atmosphärischen Verbesserungen für die Raumschiffe sind dann für Anfang nächsten Jahres eingestuft, also vermutlich in Richtung 4.0 oder 4.1, müssen wir mal abwarten. Ja, soviel zum Roadmap-Update und damit kommen wir auch zum Inside Star Citizen, nämlich zu neuen Gameplay und neuen Features für die Alpha 3.18. Denn während das Pyrosystem weiter gebaut und für den Release im kommenden Jahr in der Alpha 4.0 fertiggestellt wird, will CRG das Stanton-System vollenden und diverse Inhalte testen, die dann auch auf Pyro ausgeweitet werden. Und das führt uns nun zu Nummer 1, nämlich Kyria. Die Raumstation nahe Selene war stets ein Ort für PvP, da seit Beginn des Crimesets genau hier gehackt werden konnte und kein Com-Array in der Nähe war und ist bis heute. Seit Einführung der planetarischen Sicherheitsaußenposten, wo man ebenfalls hacken kann, hat sich aber vieles verändert, weshalb Kyria so ein bisschen ins Hintertreffen geraten ist und nicht mehr wirklich genutzt wurde, außer eben für etwas random PvP. Mit Alpha 3.18 erhält die in die Jahre gekommene Station aber ein komplettes Rework, was das Gameplay betrifft, und auch dadurch einen völlig neuen Einsatzzweck und der ist gewaltig. Denn die Crusader Security ist zurück und hat die Raumstation wieder eingenommen und ein bisschen umgebaut und verändert. Zum einen wurden die Sicherheitseinrichtungen massiv verstärkt, was zu erbitterten Kämpfen führen sollte, wenn wir uns mit dem Schiff nähern. Wer aber geübt ist und genügend Feuerkraft mit sich bringt, wird in der Lage sein, die Station anzugreifen und auch dann zu betreten, stößt dabei aber auf weitere feindliche Kräfte am Boden, die ihn daran hindern wollen, die Station zu infiltrieren. Tötet man genug Sicherheitskräfte, wird der Sicherheitschef spawnen, der in seinen Taschen ein Tablet mit einem Code bei sich trägt. Diesen Code können wir dann am entsprechenden Terminal eingeben und damit die Schatzkammer öffnen sozusagen. Also ein Frachtautomaten, der Schmuggelware, die die Crusader Security einkassiert hat, ausspuckt. Dabei handelt es sich natürlich um sehr wertvolle Waren, die zu hohen Preisen auf dem Schwarzmarkt verkauft werden können, vermutlich wieder mit einer Quest von den Ninetales oder ähnlichen Piraten. Also auch ähnlich wie im Ninetales Lockdown, wenn man so will, mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass es sich hier erstmal um ein reines Piraten-Gameplay handelt und mit NPCs als Gegner stattfindet.
Natürlich bekommen wir auch bei einem solchen Angriff Crimestat und natürlich können wir diesen auch auf Career weiterhin weghacken. Aber, und das ist ganz, ganz entscheidend, CRG entfernt sämtliche Crime-Displays in den Untergrundbunkern, weshalb sich also im Prinzip alle Kriminellen einzig und allein auf die Raumstation Career konzentrieren werden, was sicher jede Menge PvP nach sich zieht. Es ging aus dem Inside Star System allerdings nicht hervor, ob das global, also im gesamten Stanton-System der Fall ist oder nur im Bereich von Crusader, wo die Bunker wegfallen. Damit aber noch nicht genug, CRG will das PvP noch deutlich weiter fördern. Wenn Career angegriffen wird, erhalten nicht nur die kriminellen Spieler eine Quest, sondern auch die nicht-kriminellen Spieler bekommen eine, nämlich diese hier mit bis zu 100.000 Alpha UEC Belohnung plus Bonus. Mit anderen Worten, Career wird sozusagen zu einem dauerhaften Jumptown-Event, was immer dann ausgelöst wird, wenn Spieler Lust darauf haben. Und sie kombinieren hier verschiedene Gameplay-Aspekte auch von der Belagerung von Orison mit hinein. Das Ganze dürfte wahrscheinlich ziemlich häufig getriggert werden, denn die Rewards sind ziemlich krass und der Wille, den Crimestat loszuwerden, ist sicher auch sehr verlockend. Alle braven Bürger hingegen werden sicher auch gern bei Career rumwuscheln und das Ganze versuchen zu verteidigen, da sie massiv belohnt werden dafür. Das dürfte uns dann auch so ein bisschen Vorgeschmack auf die Spielinhalte von Pyro geben und ist natürlich neben dem Gameplay auch ein guter Test für derartige Mechaniken und gleichzeitig auch irgendwie ganz immersiv, wie ich finde. Es ist schön, dass sie hier mal versuchen, quasi zwei Sachen zu verheiraten, nämlich NPC-Kämpfe in der Station oder auch mit Boden- und Luftangriff und PvP dazu, das Ganze mit Rewards verpacken, mit Fracht, mit Cargo-Gameplay und viele mehr. Übrigens, es sollen neben den bekannten Drogenpäckchen auch noch weitere, noch deutlich wertvollere Waren zu holen sein, aber auch Schrottwaren, die vielleicht nicht so wertvoll sind. Wir sind also einfach mal gespannt und ich würde sagen, wir freuen uns darauf. Als nächstes schauen wir uns das Clasher-Gefängnis an, was im Zuge dessen ebenfalls mit Alpha 3.18 deutlich überarbeitet und ausgeweitet wird. Aktuell gibt es ja vier Wege aus dem Knast wieder rauszukommen. Einmal warten, bis die Zeit abgelaufen ist, dann in der Mine schürfen und schuften, um die Zeit zu verkürzen. Man kann ausbrechen und sollte sich aber möglichst nicht erwischen lassen und auch den Hals nicht brechen. Und man kann mit Hilfe von Reparaturmissionen ebenfalls die Crime-Zeit verringern und somit also eher rauskommen. Mit Alpha 3.18 werden diese Möglichkeiten erweitert und zwar ziemlich umfangreich. Das erste, was noch hinzukommt, sind NPC-Gefangene, auf die wir auch in den weit verzweigten Höhlen stoßen sollen. Diese können wir dann zum Beispiel abmurksen, um wertvolle Tauschobjekte und Merits zu ergattern, möglichst auch hier ohne uns erwischen zu lassen. Aber auch an Sandbox-Möglichkeiten wird gearbeitet. So sollen wir Verstecke finden können, die ehemalige Gefangene angelegt haben, die wir dann eben ausplündern können. Ziel ist dann ein System, bei dem man derartige Gegenstände bei anderen Gefangenen abgeben kann, um dann Belohnungen von diesen zu erhalten. Aber auch im Bereich PvP soll sich ja einiges ändern. Spieler erhalten nämlich Belohnungen dafür, dass sie andere, sehr aggressive Spieler erledigen. Das soll quasi ein bisschen ein kleines eigenes Korrektiv sein, damit niemand zu sehr abräumt und gleichzeitig eben auch eine Option für nette Gefangene da ist. Last but not least, und das ist eigentlich das Geilste, gibt es noch eine neue Mission für gefangene Spieler. Innerhalb der Höhlensysteme soll es ein paar Orte geben, in denen wir Informationen aus der Außenwelt empfangen, also wir haben da quasi ein Netz. Windige NPCs geben uns auf diese Weise Aufträge, die wir für sie im Knast erledigen sollen, zum Beispiel Informationen beschaffen oder irgendwas in diese Richtung, und geben uns entsprechend dafür Belohnungen, also Merits und anderen Kram. Und das dürfte wieder die Zeit verkürzen oder eventuell Missionen für die Zeit nach dem Knast für uns freischalten, mal sehen. Ja, ihr seht also, es tut sich so einiges im Clasher und auch bei Career. Ich denke mal, aufgrund all diesen Gameplays kann man wirklich davon ausgehen, da sage ich aber trotzdem ein bisschen unter Vorbehalt, dass CRG entsprechend auch die Knastzeiten heraufsetzen wird oder eben die Rewards ein bisschen runter anpasst, damit die Spieler auch einen Anreiz haben, diese ganzen Aktivitäten zu verfolgen. Vielleicht, und das wäre auch meine dringende Empfehlung, wird es auch endlich auf Ingame-Zeit umgestellt. Ansonsten locken vermutlich die allermeisten Spieler einfach weiterhin aus und lassen dann über Nacht die Zeit einfach ablaufen. Das ist ja nicht im Sinne des Erfinders. Aber das schauen wir mal, da gibt es bestimmt noch ein paar Informationen demnächst dazu. Ja, was meint ihr denn zu all dem? Gefällt euch die Idee mit dem neuen Career-Sicherheitsposten und dem Schmuggelkram und PvP-PvE-Mischung? Und was meint ihr zum verbesserten Clasher? Ist das eine Verbesserung für euch? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich persönlich finde ja, ich finde beides wirklich gut. Es ist der richtige Weg, die richtige Richtung und ist vor allem, wie gesagt, ein wichtiger Test auch an Daten, an Möglichkeiten und Features für Pyro.
Ja, und dann sehen wir uns dann heute nachher schon um 18 Uhr, nämlich auf Twitch mit dem großen Vehicle Q&A und jeder Menge Gameplay. Denkt bitte unbedingt an das Voten, sowohl für das Squadrons-Kartenspiel als auch für den Ship-Showdown-Contest-Beitrag von mir. Ihr findet alles, wie gesagt, unten im angepinnten Kommentar. Würde mich sehr freuen. Vielen Dank dafür und danke natürlich auch fürs Zuschauen. Und ja, ich würde sagen, bis nachher dann im Stream. Ich freue mich auf euch. Ciao. 65 degrees. Last time I asked, I was down on my knees. The last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wished there were rain.